Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoreihe zum Thema Staplerbatterie. Heute wollen wir mal darüber sprechen, was man erreichen kann, wenn man die richtigen Methoden anwendet. Im letzten Video haben wir ja darüber gesprochen, was eine Verschmutzung, eine Verunreinigung mit so einer Batterie machen kann. Wir hatten mal die Fehlerströme gemessen, die darauf entstehen können. Wir sind ein bisschen darauf eingegangen, welche Beschädigungen an so einer Batterie hervortreten können und welche Folgeschäden auch eine defekte bzw. eine verschmutzte und damit fehlleitende Batterie an einem Gabelstapler machen kann. Eben welche Komponenten da noch betroffen sein können. Wenn dich das interessiert, schau dir gerne das letzte Video nochmal an. Wir werden das mal hier oben jetzt verlinken. Und heute geht es, wie gesagt, darum, was kann man erreichen, und los geht's. Also, was hast du davon, wenn du dich um deine Batterie regelmäßig kümmerst, wenn du sie reinigst und wenn du die Methoden anwendest? Also, sie hält natürlich zuallererst viel, viel länger, als wenn man sie einfach verdrecken lässt und wenn man sich nicht drum kümmert. Und sie hält nicht nur insgesamt länger, sondern sie hält auch die Kapazität länger. Das heißt, du kannst auch länger mit ihr arbeiten und eben die Leistung, die aus dieser Batterie bringt, beziehungsweise die Amperestunden, die sie liefert, sind einfach höher, als wenn du dich nicht darum kümmerst. Und deswegen ist es eben ends wichtig, sich regelmäßig mit der Batterie auseinanderzusetzen, zu schauen, wird sie richtig geladen, ist sie sauber und hat sie Elektrolyt und hat sie alles, was sie braucht. Also sie ist im einwandfreien Zustand. Deswegen umso wichtiger, sich mit der Batterie zu beschäftigen und zu wissen, wie pflege ich sie richtig. Denn so eine Batterie ist eben das teuerste Bauteil an einem Gabelstapler, kann gut und gerne mehrere tausend Euro je nach Größe kosten. Also diese kleinen Batterien gehen meistens so über 1.000 Euro los und die großen können bis zu fünfstelligen Summenkosten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Pflege dort reinzustecken und eben die Zeit zu investieren. Woher weiß ich, wie das geht? Also ich bin ja seit 2017 Geschäftsführer der Gabelstapler Grazer GmbH und habe mich von Anfang an natürlich mit dem Thema Elektrostapler oder elektrische Antriebsbatterien beschäftigt. Wir haben mit so einigen innovativen Ideen auch 2019 den Hessischen Gründerpreis gewonnen. Also ich weiß, wovon ich rede, und ich möchte natürlich dich daran teilhaben lassen. Ich konnte schon mit einigen Kunden hervorragende Ergebnisse erreichen, und gerade das will ich dir heute auch mal vorstellen, was man eben erreichen kann, wenn man sich darum kümmert und wenn man die richtigen Methoden anwendet. Also, wie kann man viel rausholen aus einer Batterie? Wie kann man das meiste rausholen? Es ist ja immer wieder so, dass wir Geräte in Zahlung nehmen, dass wir Geräte aus dem Leasing zurückbekommen oder aus Finanzierungen, die ausgelaufen sind, dass wir Geräte ankaufen von Kunden oder wie auch immer wir zu verschiedenen Geräten kommen. Und dann haben wir früher zumindest immer erstmal so eine Eingangskontrolle gemacht, was die Batterie anbelangt. Das machen wir mittlerweile ja nicht mehr in der Form, wie wir es früher gemacht haben. Deswegen habe ich die meisten Werte eigentlich nur aus dem Jahr 2021. Unsere Methoden sind eben so gut und so überzeugend, dass wir mittlerweile auf diesen Eingangstest, der eben auch eine ganze Weile dauert und einen Haufen Energie verbraucht, verzichten, weil wir wissen, dass wir aus jeder Batterie am Ende mehr rausholen können mit unseren Prozessen, als wir sie am Anfang bekommen. Deswegen machen wir diesen Eingangstest nicht mehr, und die Zahlen, die ich dir jetzt bringe, sind aus dem letzten Jahr. Und zwar haben wir da einen Jungheinrich zurückbekommen, das war eine 48 Volt 625 Amperestunden Batterie, und wir haben dort eine Eingangsmessung gemacht und die hatte nur noch 36%. Das heißt, von der ursprünglichen Kapazität ist gerade mal noch ein Drittel übrig geblieben. Das heißt, im Tagesgeschäft, ja, kann man das Ding eigentlich gar nicht mehr richtig verwenden, weil sie nicht mehr den ganzen Tag durchhält. Dann muss man sie, keine Ahnung, nach einem Drittel des Tages muss man sie schon laden und muss sie wieder ans Ladegerät halten. Also das Gerät ist im Grunde genommen gar nicht mehr einsetzbar gewesen. Dann haben wir unsere Prozesse drüber laufen lassen, also Reinigung und noch so ein paar andere Dinge, und haben am Ende 82% Kapazität aus dieser Batterie bekommen. Das heißt, die war am Ende ja nicht ganz neu, nicht 100%, aber 82%, was ein hervorragendes Ergebnis ist und was die meisten im Tagesgeschäft wahrscheinlich gar nicht von einer neuen 100%igen Kapazität unterscheiden können. Für alle, denen das jetzt doch ein bisschen zu schnell ging, hier nochmal ganz kurz. Also wir sehen jetzt bei dir,
diesem ersten Entladediagramm auf der rechten Seite die Amperestunden, die entladen wurden. 229 Ampere. Und wir haben unten beim Typ stehen 48 Volt, 5 PZS 625. Das heißt, die Batterie hat eine ursprüngliche Kapazität von 625 Amperestunden und die noch verfügbaren 229 Amperestunden entsprechen eben den 36,64%. Bei dem nächsten Entladediagramm sehen wir jetzt, dass wir bei der Entladung eine Entladung haben von 516 Amperestunden in einer Zeit von 4 Stunden und 7 Minuten. Also, das ist dann die entsprechende Entladeleistung von 82%. Das heißt, von diesen 625 Amperestunden sind knapp 560 Amperestunden übrig geblieben, die wir nach unseren Prozessen eben zur Verfügung stellen konnten als Leistung in dieser Batterie. Und diese 36% am Anfang, ich sag mal, wenn man einen alten Elektrostapler hat, der eben nur noch ein Drittel der Batterieleistung hat und das Gerät ist meinetwegen, 20 Jahre alt oder sowas, dann überlegt man sich schon, will man da nochmal 5000 Euro reinstecken und nochmal eine neue Batterie da reinkaufen oder wirft man ihn gegebenenfalls weg und kauft sich für einen anderen Betrag eben einen gut funktionierenden Elektrostapler, der als Stapler an sich neuer ist und der vielleicht auch eine neuere, funktionierendere Batterie hat. Aber wenn man mit den Prozessen, die wir gemacht haben, und die sind nicht teuer, das dauert ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Energie, klar, aber wenn man damit die Batterieleistung wieder auf über 80% machen kann, dann braucht man den Stapler nicht wegschmeißen, dann kann man den noch einige Jahre gut und gerne verwenden und hat dadurch Tausende, wirklich viele Tausende Euro gespart und darum geht es eben. Also, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich die Prozesse aus dem letzten Video gemacht. Wir haben erstmal das Gerät genommen und haben es komplett, also die Batterie genommen und haben es komplett gereinigt. Das Gerät natürlich auch. Aber es geht hier um die Batterie. Die haben wir genommen und haben sie komplett gereinigt, haben sie sauber gemacht, sodass zumindest erstmal keine Fehlerströme mehr dort fließen können, damit auch die Batterie vernünftig ihre Leistung aufnehmen kann und sie aber auch später natürlich wieder abgeben kann. Also, dazu gehören natürlich solche Sachen wie Endableiter kontrollieren und eben diese Polverbinder kontrollieren. Bei dieser Batterie ist das noch okay. Wir haben aber mal so ein paar andere Polverbinder geholt. Da können wir mal zeigen, was eben mit so einem Polverbinder entsteht. Und wenn diese Sulfatierungen eben hier drauf sind, das ist ganz normal, leider. Und dort, wo der nicht gut isoliert ist, da kamen eben diese Sulfatierungen jetzt. Ne? Und dann kann man sich vorstellen, dass natürlich durch diese Dinge der Strom nicht mehr so fließen kann, wie es durch einen normalen Batterie bzw. durch einen normalen Polverbinder eben fließen könnte, weil erstmal die Stärke des Materials gar nicht mehr da ist. Ne? Und wenn man es gibt die richtig dick und es gibt die richtig aufgequollen. Und wenn man die dann aufschneidet, dann sieht man dieses blaue Zeug zwischen den einzelnen Litzen, hier ist ja auch nur ein Kupferkabel drin. Wir machen einfach mal so einen auf, damit man mal sieht, wie sieht die Dinger von innen aus. So, hier ist, wie man sieht, ein Kupferkabel drin. Und wir gucken mal, weil die Seite, wenn man das jetzt sich anschaut, ist hier das schon ganz schön dick geworden im Gegensatz zu der Seite. Wir knippen den jetzt einfach mal hier auf und schauen mal, ob hier schon, hier sieht man es schon schön. Hier ist diese Sulfatierung. Und dort, wo diese Dinge eben hervorkommen dann, da ist es natürlich klar, wenn der Querschnitt oder der Durchschnitt, also der Querschnitt des leitenden Kabels nicht mehr gegeben ist und eben durch diese Sulfatierung beeinträchtigt ist, dann ist ja auch klar, dass nicht mehr der Strom durchfließen kann, dass die Batterie einfach nicht mehr die Leistung bringen kann. Das heißt, es reicht manchmal eben nicht aus, nur drüber zu reinigen, sondern man muss eben auch schauen, sind alle Komponenten der Batterie in Ordnung, sind die noch gut und sind eben keine Sulfatierungen, die die Leitung des Stroms beeinträchtigen, an der ganzen Batterie zu finden. Und wenn das dann der Fall ist und diese Sulfatierungen behoben sind, die treten in der Regel, man sieht das hier, wenn man sich die Dinger anschaut, ne, hier ist es jetzt nicht so deutlich, den haben wir eben durchgeschnitten, hängt noch ein bisschen aneinander. So, wenn man sich das anschaut, sieht man, dass diese
Sulfatierungen immer nur an einer Seite von den Polverbindern sind. Ne? Und das ist immer auf der Plusseite in der Regel der Fall, weil eben du hast durch diese chemischen Verbindungen bzw. durch die chemische Reaktion, die dort in den Batterien stattfindet, so ist, dass sich diese Sulfate eben am Pluspol bilden. Das heißt auch, wenn man auf so einer Batterie, wenn man an so einer Batterie dran ist, dann kann man manchmal sehen, dass eben diese Pole sich gehoben haben. Dort, wo die Polverbinder an der Plusseite sind, dann kann man sehen, dass dieses Kunststoff, diese Kunststoffabdeckung sich so richtig nach oben gewölbt hat. Das ist eben die Sulfatierung, die an den Pluspolen entsteht. Das ist im Zusammenhang, steht im Zusammenhang eben mit solcher Sulfatierung. Oder eben auch, dass diese Endableiter hier, also das Batterieanschlusskabel, wie auch immer, sulfatiert ist. Und das ist meistens dann am Pluspol der Fall. Und da ist es natürlich so, dass wenn diese Leitung nicht mehr in Ordnung ist und nicht mehr funktionieren kann und nicht mehr die Leistung bringen kann, dass eben die ganze Batterieleistung dann absinkt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Diese Polverbinder sind gar nicht so teuer. Ja, da ist Kupfer drin, klar. Aber im Gegensatz zu einer nicht mehr leistungsfähigen Batterie ist das natürlich Beträge, die in ein paar Euro-Bereich sind und deutlich, deutlich günstiger als eine komplett neue Batterie und der Aufwand, den man betreiben muss, um eben so eine neue Batterie komplett zu ersetzen. So, also die häufigsten Fragen, die dann immer gestellt werden, ja, klappt das bei jeder Batterie, klappt das immer, klappt das überall? Also, das klappt in der Regel auch bei dir. Das heißt, sobald du dich wirklich mit deiner Batterie auseinandersetzt, holst du in der Regel schon mehr raus. Wenn du sie jetzt einfach verkommen lässt, dich nicht drum kümmerst, dann sinkt natürlich nach und nach die Kapazität bei deiner Batterie und auch das Alter, das die Batterie erreichen kann, wird nicht so groß sein. Es ist nicht immer mit großen Dingen verbunden, auch diese Polverbinder, diesen Austausch von so einem Polverbinder, wenn er defekt ist oder einfach nur Kleinigkeiten. Oftmals ist es so, dass Reinigen und es gibt so ein Batteriepolfett, das kann man dann oben auf die Pole drauf machen, das einfach isolieren soll gegenüber der Luft und gegenüber einem Säureangriff, gerade wenn schon diese Beschädigungen da sind. Also wenn das gemacht wird, dann kann man so einen Lebenszyklus der Batterie natürlich extrem verlängern. Und auch alleine die Reinigung dieser Polverbinder, das Ersetzen der Polverbinder oder auch der Polschrauben, wenn nötig, ist eine Maßnahme, die wenig Zeit kostet, die wenig Geld kostet, die aber insgesamt das Leben einer Batterie extrem verlängern kann. Denn wenn nachher die Kapazität nicht mehr da ist, das wieder aufzuarbeiten, ist ein viel größerer Aufwand, als sich von vornherein drum zu kümmern und zu sagen, okay, wir gucken jetzt ein bisschen, dass diese Batterie ganz einfach lange in einem guten Zustand bleibt. Das ist ganz einfach, das kannst du jederzeit tun, also reinigen und eben auf solche äußerlichen Sachen achten. Dafür brauchst du keine großen, tiefen Fachkenntnisse und eben das sind Prozesse und Schritte, die man machen kann und die alleine schon, ja, in Kombination natürlich mit so ein paar anderen Ladeprozessen, uns dazu geholfen haben, eben solche Batterien die Kapazität mehr als zu verdoppeln. Wie gesagt, wir haben vorhin bei 36 angefangen. Also wir haben ja von dem vorherigen Beispiel bei 36% angefangen und sind am Ende bei 82% rausgekommen. Also das ist mehr als die Kapazität von vorher verdoppelt. Dazu kann man eben unsere Prozesse nutzen, das heißt Reinigung und eben diese Desulfatierung bzw. diese Sulfate, die Polverbinder, das Ganze drumherum. Das ist eben ein Thema, womit man solche Ergebnisse erreichen kann. Im nächsten Video geht es auch so ein bisschen darum, wie kann man noch Dinge optimieren, was kann man noch machen, was hast du davon, dass du dich um deine Batterie kümmerst, wie kannst du noch mehr aus deiner Staplerbatterie rausholen, welche Vorteile hat das noch rundherum. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn es für dich interessant war, teile es gerne mit den Leuten in deiner Umgebung. Wenn du Fragen hast, hinterlass gerne irgendwo im Social Media einen Kommentar, schick mir eine Nachricht. Ich würde mich freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.